So, ich sehe, ihr seid irgendwie dahinter. Ich habe jetzt extra mein ganzes Geld nicht ausgegeben, weil es gibt ja... Ich habe ja gesehen, einen KK-Bericht. KK. Lass mich nicht lügen. So, nochmal von vorne. Die KK-Auftragsberichte kosten ja teilweise 100.000. Also. Nutze meine Kräfte für Dinge, die das bloße Auge nicht wahrnimmt. Wollte ich jetzt nicht meine ganze Kohle ausgeben. Das ist eine Baustelle. Ich kann etwas spüren. Sieh dich um. Ha, wie mein Zuhause. Ist auch eine Baustelle. Ein Tori. War klar. Was? Lass mich! Nimm die rechte Hand. Danke. Dank mir nicht zu früh. Komm schon. Sie haben mir wehgetan. Oh, sie hat mich sogar getötet. Bleib ruhig und heil dich. Zu spät. Und jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt, um wegzugehen. Ja, es gibt einen perfekten Parry. Ich hab ihn auch vorhin gemacht, beim ersten Mal. In der Sekunde. Ich bin verletzt. Was? Lass mich! Nimm die rechte Hand. Danke. Dank mir nicht zu früh. Fast ins Hemd gemacht. So, knapp 3 Stunden Spielzeit. Was würdest du sagen? Empfehlung oder nicht? Was soll ich sagen? Mir gefällt die Welt schon sehr gut. Die Nebenmissionen sind jetzt nicht so super pralle, aber es ist halt wenigstens nicht...
Es ist natürlich am Ende des Tages trotzdem, sammel das und das. Unglaubliche Macht aus. Weil sie haben halt schon versucht, dass die Nebenmissionen jedenfalls die ersten schon so unterschiedliche Sünden oder unterschiedliche Arten von den verfluchten Geistern beherbergen, wie das Messi-Haus zum Beispiel. Ist also nicht ganz so stumpf. Klar, das Absuchen und Sammeln von Geistern in der Stadt und wahrscheinlich die geringe Anzahl an Waffen, weil jetzt haben wir das Wasserweben schon. Also es gibt jetzt Wasserweben, es gibt das Feuerweben und es gibt das Windweben, es gibt den Bogen. Und das sind eigentlich deine Angriffsfähigkeiten, die du jetzt natürlich noch verbessern kannst. Aber es könnte vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen wenig sein. Okay, der Nebel hat sich gelichtet. Lass uns zurück zum Kagerie gehen. Ja, es ist definitiv... nicht ganz so 0850. Oh, was ist das? Was einfach mit dem Szenario und mit dem Setting zu tun hat. Und es ist dabei noch ein ganz gutes Spiel geworden. Wobei die Open World natürlich besser geht. Man hat halt ein paar schöne Aufgaben und gut ist. Aber ich bin ja froh, ich weiß ja, dass es keine 120 Stunden werden oder sonst irgendwas. Mein optimales Spiel hat halt maximal 40 Stunden. Was einfach damit zu tun hat, irgendwann... also nur die wenigsten Spiele schaffen das über 40 Stunden mit dem Gameplay zu überzeugen. Das würde ich eigentlich lieber damit sagen. Weil sonst müsste jetzt Spiele ausnehmen, die ich auch mehr als 40 Stunden spiele. Und da nicht in irgendwelchen Wiederholungen dann irgendwann gefangen bin. Bei Elden Ring zum Beispiel, da funktioniert, sag ich mal, ein Konzept ja sehr lange. Weil die Bossmechaniken sich immer ein bisschen verändern und weil es halt einfach anspruchsvoll ist. Assassin's Creed bindet mich nicht 140 Stunden. Also beziehungsweise so, dass ich dann sagen würde, ja, nach 100 Stunden Gegner kloppen, bin ich immer noch motiviert, noch mehr Gegner zu kloppen. Was zur Hölle ist das? Sieht aus wie ein Pappaufsteller. Drachen, ein Spielzeug, das man fliegen lässt. Häufig während des Neujahresfest. Kann eben auch sein, dass wir gewisse Mechaniken vielleicht noch gar nicht gesehen haben, die später noch kommen. Ich habe ja gesagt, es gibt Spiele, die länger als 40 Stunden binden können. Aber ich sage auch, umso weiter das gestreckt wird, umso irrelevanter wird die Story halt am Ende des Tages. Und das ist dann ein bisschen schade. Dann bist du ja nur mit den Open-World-Aufgaben zu tun. Da muss das halt einfach überzeugen im Grind und im Sammeln und im Verbessern. Also irgendwo muss der Fokus ja liegen. Boah, heißt das, ich muss wirklich da oben auf dem Ding landen? Hab ich... ach, wie ein Profi. Wenn ihr mal sterbt, bitte versteckt euch als Geist nicht auf dem Kran. Seid ein bisschen kulanter zu den Leuten, die euch einsammeln müssen später. Wellenangriff! Piu! Zum südlichen Bahnhofsausgang. Von da aus findest du das Kagerie.
Ach, das ist das Wasser-Äther. Die zahlen ja alle gar nicht auf dieselbe Geschichte ein. Und Kirby Space Program ist ja auch, da ist eine Gameplay-Mechanik drin, die natürlich viel länger begeistern kann, als, sag ich mal, eine Geschichte. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ach so, die haben auch noch unterschiedliche Sachen in den Shops. Magatama für 130.000. Und warum auch immer es Styles gibt zum Kaufen. Mein Charakter sehe ich nie in das... okay. Man kann ihn theoretisch im Fotomodus sehen. Kappa. Angriff mit Feuerweben durchschlagen Gegner. Erhöht den Explosionsradius beim aufgeladenen Feuerweben. Du kannst mit Wasserweben zwei Angriffe gleichzeitig ausführen. Bogenspann erhöhen. Du kannst bis zu 7 Stück von jedem Nahrungsmittel gleichzeitig tragen. Am Anfang sind 5 Stück. Na komm, verbessern wir erstmal die Pfeile. Dass wir ein paar mehr tragen können. Hey, gar nicht schlecht. Geistermann, ich zähle auf deine Stimme. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Ich will mich bedanken. Mir nach. Nur Hundebesitzer wissen ein gutes Hundearschloch zu schätzen. Kommt heute WH3 bei dir? Es sieht gerade nicht so danach aus. Es kommt auf dem Kanal eine WH3-Folge, aber im Stream wird wahrscheinlich nichts passieren in die Richtung. Der wird jetzt erstmal wechseln durch die Geister. Ach, Schuhmädchen, die auf dem Boden fliegen. Das erinnert mich immer an Mila Superstar. Übrigens, wenn ich den Hund gefüttert habe, rennt er danach auch schon mal ganz gerne durch die Gegend. Das kann auch derselbe gewesen sein. Jetzt bloß nicht im Stich. Was ist los? Barriere? Nö.
Gerechtigkeit eingehalten. Eure Seelen, Sklaven meiner irrsinnigen Tyrannei. Nach oben. Daraus, das überlebst du nicht. Im Moment bin ich da nicht drin. Nicht im Nebel, er bringt dich um. Ja, genau so. Du bist wohl zu weit gegangen. Jetzt hast du mich doch wegen dem einen Topf da nochmal. Ich kann dem Chat gerade nicht so folgen. Verstehe nicht. Nicht verstehen, was sagen tun. Zombomb. No nukes, no guns, fight as humans. Jedes Mal verirre ich mich hier. Ich fahre nicht mehr mit dem Zug. Für mich ist das kein Problem. Was ist das denn? Ein Walkman. Tragbarer Kassettenspieler. Ein Gerät, das Audiokassetten abspielt und klein genug ist, um es herumzutragen. Willkommen in der 90er-Show. Sonst gibt's hier nichts. Man macht den Abstecher nur wegen dem Gegenstand. Das alles schon im Moment, wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Hier raus, beziehungsweise da rein. Mann, was haben die eigentlich nicht? Takoyaki, Tintenfisch im Teigmantel. Der zu einer Kugel geformt, frittiert und im Sechserpack serviert. Die perfekte Mahlzeit für zwischendurch. Außer man mag kein Seafood wie ich, dann ist das alles hier Gift. Ha!
schön unheimlich hier. Es ist gerade überall unheimlich. Lass es nicht an dich ran. Baustellenlabyrinth. Du bist irgendwie eine andere Art von Gegner. Ich schieß gegen die Wand. Geister, Geisterinnen. Oder so ähnlich. Es kann doch alles sein. Was ist das für ein Spiel? Ein Open World Geister paranormale Aktivität mit Asia-Setting-Spiel. Danke, Sunbreaker, für dein Tier 1-Sub. Und du musst dich noch 10 Minuten gedulden, bevor es Abendbrot gibt für dich. Keine Sorge, wir haben nachher abends, dann werden ganz viele Fragen kommen in Form von, warum darfst du das schon spielen? Hö, warum darfst du das schon spielen? Leider nur Kurzstrecke. Wurde mal die eine Aussage dazu geklippt, um dir eine Antwort zu posten? Ja, es gab einige Clip-Aussagen. Schaden durch den Boden nehmen, um ihn auszuschalten direkt.
mit dem? Vorsicht, der könnte stärker sein als die anderen. Meinst du, weil er sein Schild als Schutz benutzt? Ich denke auch. So langsam fließt mit dem Block auch hin. Was zur Hölle ist das? Dotaku, eine aus Bronze gegossene Glocke, die vermutlich während der Yaoi-Zeit hergestellt wurde. Immer schön zu sehen, dass Japanisch für mich leichter zu betonen ist als Französisch. Alles ist ohne Sinn und ohne Verstand, ich spreche Französisch. Für jedes Wort haben wir uns neu einfallen lassen, wie man es pronounced. Komm schon. Man hat wirklich ständig Munitionsmangel im Spiel. Kann aber auch am Schwierigkeitsgrad liegen, am Schwer. Also dann denke ich mal, dass die Stufe da drüber nochmal so richtig reinkickt. Einfach 10-mal mehr Bedarf hat die ganze Zeit. Ah, verklickt. Ich wollte das doch machen. Da müssen noch mehr von ihnen sein. Vor allem geben die Gegenstände immer andere. Munition kriegst du durch die Objekte, du kriegst die aber auch durch Gegner.
schweren Treffern in Acht. Ich höre, dass sie hinter mir ist. Nur mal testen, ob ich sie auch einfach umlaufen kann. Kannst du was vom Inhalt des Spiels sagen? Es belegt Cluster auf der Festplatte. In diesen Clustern sind Dateien. Diese Dateien beinhalten Grafiken, Sounds und Programmierung, um diese zusammenzufügen und um zu einem Gameplay zu formen. In diesem Gameplay bewegen wir uns mit ASWD theoretisch, aber ich spiele mit Controller gerade. Ah, ich hätte es weiter aufreißen müssen. Du bekommst Munition für das, was du ausgerüstet hast. Nein, das stimmt nicht. Also unter dementsprechend, was für einen Gegenstand du zertrümmerst, bekommst du unterschiedliche Arten der Munition. Das Traurige ist, dass die Frage halt auch von jemand kam, der die ganze Zeit schon da ist, also die ganze Zeit schon den Inhalt des Spiels sieht und dann fragt, fass mal zusammen, worum es im Spiel geht. Und währenddessen habe ich das Spiel schon mal jemand erklärt. Und dann kommen die Sachen immer, da war ich gerade leider auf Klo. Kannst du das halt noch mehr erzählen? Nein, kann ich nicht. Ich kaufe mir ein Diktiergerät. Und dann spiele ich das ein. Aber das ist eigentlich eine gute Idee, das sollte ich machen. Keine Gnade. Sie verdienen keine. Ach, du kleiner Grunzhund, ey. Verdammt. Hallo an alle. Ich habe auch nach 5 Minuten verstanden, dass Proof Ventilatoren zertrümmern muss. Es ist der Inhalt.
Du bist Klimaanlagenvertreter und musst natürlich alle feindlichen Produkte zu Klimaanlagen zerstören im Spiel. Oder Sachen, aus denen man Klimaanlagen herstellen könnte, theoretisch. Ich habe irgendwas Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ich sollte eigentlich da drüben sein. Aber ich würde schwören, dass ich später hier hin muss. Das Areal sieht eigentlich so aus, als wenn hier noch was Besonderes passieren könnte. Eine Endszene von Stirb langsam zum Beispiel.